Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, und weihnachtliche Grüße aus Anno 1400 und die 4. Ja, dieses Video wird heute am Weihnachtstag erscheinen. Also gut, Heiligabend, Weihnachtstage sind ja erst morgen und übermorgen. Wir haben es hier gerade, ich gucke mal auf die Uhr, 1:08 Uhr in der Früh. Und ich dachte mir mal, da ich den ganzen Tag nicht dazu gekommen bin, irgendwie Videos zu machen. Ja, und hier seht ihr gleich ein weiteres Problem, auf welches ich gleich zu sprechen komme. Wo war ich stehen geblieben? Ja, da ich gestern den ganzen Tag nicht dazu gekommen bin, Videos zu machen, muss ich jetzt so spät machen. Ja, das sind so kleine Weihnachtsgrüße von mir. Ja, muss die Kamera mal. Oh Gott, das ist dieses Lägen, ne? Ja, wie gesagt, darauf komme ich gleich zu sprechen. Da hinten seht ihr hinter dem Kirchturm der Kirche. Ja? Wer hätte das gedacht? Steht die schöne Kaiserdomsbaustelle. Ja, die noch ein bisschen dauern wird, bis sie fertig ist. So, ja, das war so viel zu den Weihnachtsgrüßen. Ich hoffe, ihr lasst euch reich beschenken oder werdet reich beschenkt, und diejenigen von euch, die kein Weihnachten feiern, habt einen schönen 24. Dezember. Und ja, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Problem von Anno 1400 und die 4. Ich kann es nicht spielbar machen mit Aufnahme. Das geht nicht. Mit Aufnahme ist es einfach nicht spielbar. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Ich kann dieses Spiel jetzt so in diesen Einstellungen, die ich jetzt habe, das müsste so ungefähr hoch sein, mit 1920x1080, kann ich das so wunderbar spielen. Also das geht locker floggy von der Hüfte. Aber sobald ich Fraps starte, wird es extrem instabil. Ich weiß nicht wieso, aber es wird instabil. Ich werde es noch herausfinden, wieso. Ich habe ja jetzt über die Feiertage ein bisschen Zeit. Wenn man dann so von der Familie wiederkommt, hat man ja abends noch ein bisschen Zeit zum Zocken. Ne? Ja, und dann werde ich versuchen herauszufinden, warum zur Hölle das so instabil ist hier. Das ist, wenn ihr die Fraps-Zahl sehen könnt, das geht immer so zwischen 50, 40 FPS. Ich bewege jetzt mal kurz die Maus und Hobby. Eine kleine Bewegung oder einfach in ein neues Gebiet reinzugehen, lässt die Framezahl auf bis zu 16 Frames runterfallen. Und auch so ist es nicht stabil. Also früher hatte ich das bei Anno, das ist bei den Einstellungen so mit Fraps immer so bei 30, 40 FPS gelaufen ist. Locker, floggy, stabil, dazwischen ungefähr. Es gab keine großen Schwankungen. Also ich würde mal sagen, so der Hauptbereich war so zwischen 35, 36 FPS. Ja, und da lief es flockig. Kein Problem, kein gar nichts. Und hier, wie ihr seht, da der kleine Hake gerade. Es ist normalerweise so bei 50. 53, 49 ist es jetzt so, wie ich es hier gerade sehe, und fällt einfach mal runter auf 20. Von jetzt auf gleich. Ich habe keine Ahnung warum. Es kann nicht an der Grafikeinstellung und so weiter liegen, sonst wäre die FPS dauerhaft so low. Also dann wären die dauerhaft unten. Warum? Keine Ahnung. Na, ich hoffe es jedenfalls, dass es wieder besser wird. So, dann. Oh Gott, ich will euch das eigentlich gar nicht zumuten, aber naja, ich mache es ein bisschen. Mit diesem Blick auf den Wand. Ja, ich habe hier. Bitte lasst uns bleiben. Ja. Könn doch, fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Schön. Ha. Ja, gut, die haben keinen Weihnachtsbaum. Ich wollte einfach nur nachgucken, ob es hier auf dem Bazar auch einen Weihnachtsbaum gibt. Wie ihr seht, auch noch das Nachladen. Das ist noch länger, als es sonst ist. Also beim Aufnehmen jedenfalls. Hier die Texturen und alles. Das hat alles noch Kann gar nicht ich dir nachgeladen. hierbei vertrauen? Ja, kannst du machen. 34 Minuten Zeit. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit zu erledigen, ne? So, gehen wir mal hier hin. Oh Gott. Wie gesagt, die FPS brechen weg. Die brechen weg wie sonst was. Und mit dem Blick auf dieses potthässliche, prigeladene. Ich will euch das eigentlich gar nicht zeigen. Ich will ein bisschen den Tannenbaum. Am besten den Tannenbaum. Aha, jetzt haben sie nachgeladen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es ist wahrscheinlich daran, dass meine Festplatte so überfüllt ist. Oder dass sie so extrem fragmentiert ist. Das könnte auch das Problem sein. Ich muss endlich mal. Ich glaube, mein Defragmentierungsprogramm sagt mir, dass es ungefähr über einen Tag dauern würde, das alles wieder hochzuziehen. Den ganzen Mist, den ich da fabriziert habe. Naja, wie dem auch sei. Also, ich hoffe, ihr habt schöne Festtage, und für diejenigen von euch, die das kein Feiertag ist, sonst irgendwie, gestaltet den Tag schön. Lasst euch auch ein bisschen Weihnachtsatmosphäre so hier mit überspringen auf euch. So, ja. So dass ihr, keine Ahnung, ja, ein bisschen fröhlich seid. Also, oder noch fröhlicher als ihr sonst seid. Das klingt jetzt gerade alles irgendwie nach so einem komischen Gesocks, was ich hier gerade sage. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ja, ihr habt besinnliche Tage die nächsten 3 Tage. Und auch bis ins neue Jahr hinein. Und dann, ja, und so im Neujahr rum, zum Neujahr werde ich auch nochmal ein neues Video hochladen. So ein kleines
Update-Video, was denn jetzt aus Anno geworden ist, ob es jetzt spielbar ist oder nicht. Naja, wie dem auch sei, bevor ich hier noch zu viel Quatsch laber, mit dem schönen Blick auf dem Tannenbaum, noch einen schönen Tag.